Fotos drucken war ja schon öfter ein Thema auf diesem Kanal und heute bin ich direkt bei Whitewall in Berlin und da wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, welche Materialien es eigentlich gibt und wie diese Materialien wirken. Ich war die letzten beiden Wochen auf Madeira, habe dort zwei Workshops gegeben und was für ein Schock temperaturmäßig. Hier ist es einfach mal 25 Grad kälter hier, aber ich habe ein paar Bilder mitgebracht aus Madeira, zum Beispiel das hier oder auch das oder das. Und einige davon möchte ich ganz gerne drucken. Ich habe mich jetzt erstmal für eins entschieden, was auf jeden Fall zu Weihnachten an die Wand soll. Ein kleines Weihnachtsgeschenk an mich selber quasi. Und ich möchte mir jetzt bei Whitewall in dem Store mal ein bisschen Beratung holen, welches Material dort am besten ist für diesen Druck. Übrigens, ein ganz kleiner Einschub natürlich auch hier. Das soll kein reines Werbevideo werden, sondern es gibt natürlich auch ein kleines Goodie für euch. Und zwar 10% jetzt in der Weihnachtszeit. Der gilt bis zum 31. Januar 2024. Du kannst also auch nach Weihnachten natürlich noch was bestellen. Aber 10% gibt es auf deine nächste Whitewall-Bestellung. Der Gutscheincode ist unten in der Videobeschreibung oder ich blende ihn dir auch einmal hier in dem Video ein. Jetzt würde ich sagen, wir gehen mal in den Store rein und schauen uns mal an, was es so alles für Möglichkeiten gibt. Let's go! Der erste Schritt, wenn du tatsächlich ein Bild drucken möchtest, ist immer die Materialauswahl. Und da kann ich dir nur empfehlen, falls du in einer der größeren Städte bist und es gibt einen Whitewall-Store bei dir in der Nähe, dann schau auf jeden Fall dort mal vorbei. Denn hier hast du das ganze Material einmal mit Beispielfotos direkt nebeneinander. Da kann man direkt mal miteinander vergleichen. Alu-Dibond und Acrylglas sind so die beiden beliebtesten Produkte. Auch für mich tatsächlich. Ich bin tatsächlich ein Freund von Alu-Dibond, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich bei mir zu Hause, wenn ich meine Bilder aufhänge, sehr viele Fenster habe. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Lichtquellen, die natürlich auch spiegeln können und ein Acrylglas reflektiert immer sehr, sehr stark bzw. stärker als Alu-Dibond. Und deswegen nehme ich persönlich eher Alu-Dibond. Aber Acrylglas hat natürlich auch sehr viele Vorteile. Zum Beispiel eine gewisse Tiefenwirkung, die Farben strahlen nochmal ein bisschen mehr. Und das kann man sich hier an dieser Palette von Materialien einfach mal sehr zu Gemüte führen. Hier haben wir zum Beispiel mal direkt Acrylglas, ein echter Fotoabzug. Dann haben wir das Ganze auch in verschiedenen Dicken, 2 mm, 4 mm. Da gibt es nochmal die Möglichkeit, das Ganze mit Ultra-HD-Abzug zu machen. Und dann haben wir hier aber auch einen Direktdruck, zum Beispiel auf Alu-Dibond. Und da sieht man direkt, dass das halt viel weniger reflektiert, aber auch die Farben ein kleines bisschen anders rüberkommen. Und das hängt natürlich dann auch immer sehr stark von deinem Motiv ab. Deswegen kann ich dir empfehlen, geh zu so einem Store hin, lass dich direkt vor Ort beraten und schau es dir persönlich an, wie es dir gefällt. Jetzt habe ich hier mit einem anderen Beispielmotiv das Ganze nochmal in kleinerer Version in der Hand. Ich habe hier in der rechten Hand einmal 4 mm Acrylglas. Das Ganze ist immer auf einer 2 mm Alu-Dibond-Platte als Basis und dann das Foto hinter 4 mm Acrylglas. Dadurch haben wir natürlich schon eine extrem hohe Tiefenwirkung. Es glänzt richtig schön, die Farben kommen sehr gut hervor. Aber man sieht es schon, ne? Wenn ich jetzt hier das Bild einmal kippe, dann reflektiert das Ganze. So, und das packe ich einmal beiseite. Und dann habe ich das Ganze hier noch auf zwei verschiedenen Alu-Dibond-Varianten mit unterschiedlicher Laminierung. Nämlich einmal mit einer ganz matten Laminierung und einmal mit einer glänzenden Laminierung. Das macht das Foto dann am Ende doch wieder so ein kleines bisschen poppiger. Also die Farben, finde ich, kommen in der glänzenden Laminierung noch ein bisschen besser raus. Es spiegelt ganz leicht, aber halt auch nicht so doll wie jetzt zum Beispiel dieses Acrylglas. Und ich glaube fast, dass das aktuell mein Favorit ist, wenn ich jetzt gleich mein Motiv hier mal auf den Rechner spiele und wir das Ganze dann einmal durchkonfigurieren. Ich glaube wirklich, Fotoabzug auf Alu-Dibond mit einer glänzenden Laminierung könnte mein aktueller Favorit sein. Wenn man es ganz matt haben möchte, geht das auch auf Alu-Dibond hier. Also hier spiegelt gar nichts mehr. Die Farben kommen trotzdem noch sehr, sehr gut durch, aber es ist natürlich schon ein Unterschied. Also man sieht es schon, wenn man jetzt die verschiedenen Produkte sieht, dann sind die Farben hier natürlich etwas matter als auf einer glänzenden Laminierung. Kommen wir nun zum nächsten Schritt, Schritt 2. Und jetzt musst du dir ein Format überlegen, beziehungsweise eine Bildgröße. Natürlich kann man die Fotos in ganz verschiedenen Größen bestellen und sich an die Wand hängen. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Platz du überhaupt zu Hause hast, welche Bildwirkung du erzielen möchtest und so weiter. Es kann ja auch sein, dass du eine ganze Serie von Bildern hast, die du nebeneinander hängen möchtest. Dann sind kleinere Bilder natürlich wesentlich besser und kann man dann auch in unterschiedlicher Anordnung an die Wand hängen.
Dazu mal ein kleiner Verweis auf das Video vom letzten Jahr. Dort habe ich ja auch mit Whitewall schon einmal gedreht. Und dort haben wir ja mein Wohnzimmer mit ganz vielen Bildern versehen. Und die habe ich auch in ganz unterschiedlicher Anordnung, also in wirrer Anordnung, dann aufgehangen. Und ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du sagst, du hast ein Bild, was du dir in ganz großer Größe aufhängen möchtest. Also das Größte, was ich bisher bestellt habe, war tatsächlich 1,20 Meter x 80. Aber es geht auch noch größer. Hier haben wir im Hintergrund auch ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür auf 3,20 Meter Breite. Da wurde schon gesagt, da muss man dann ein bisschen gucken, ob das überhaupt durch die Haustür passt. Das ist tatsächlich dann irgendwann ein Faktor. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch so auf 1,20 Meter vielleicht gehen wollen, wenn sie groß drucken wollen. Und auch das ist natürlich bei Whitewall möglich, genauso wie natürlich auch jedes andere Format. Das heißt, du kannst wirklich Zentimeter genau oder Millimeter genau bestellen. Also auch Sondergrößen sind möglich. Aber ich gehe meistens hier mit einem Standardformat von 3:2. Und da ich ja auch sehr viel hochformatig fotografiere meine Landschaften, um ein bisschen mehr Tiefenwirkung noch zu bekommen, werde ich mir wahrscheinlich auch mein Bild so auf, ich denke mal, 90 cm Höhe, 60 cm Breite machen. Das wäre so, denke ich mal, das, was bei mir gut reinpasst. Aber was bei dir reinpasst, musst du dir natürlich selber aussuchen. Kommen wir jetzt auch schon zum finalen Schritt in deinem Bestellprozess. Und hier geht es jetzt um die Veredelung. Das heißt, wir können zum Beispiel noch einen Rahmen um unser Bild packen, um das Ganze noch wesentlich besser an der Wand darstellen zu können. Es gibt so drei Standardrahmen, die man wählen kann. Da gibt es einmal die Möglichkeit, mit einer Schattenfuge zu arbeiten. Das ist ja auch mein Favorit, habe ich ja schon gesagt. Werde ich auch wahrscheinlich genauso bestellen. Bedeutet einfach, dass man außen herum einen Rahmen hat aus Holz und dann zwischen diesem Rahmen und dem Bild nochmal so eine kleine Fuge hat, die aber sehr, sehr edel aussieht. Das ist tatsächlich mein Favorit. Dann gibt es auch die Möglichkeit, mit der Artbox zu arbeiten. Da hat man den Rahmen dann wirklich direkt am Motiv dran. Oder es gibt auch solche ganz dünnen Aluminiumrahmen, die auch sehr, sehr schick aussehen. Auch hier hat man dann nochmal so eine kleine Schattenfuge mit drin. Habe ich tatsächlich bei mir zu Hause im Wohnzimmer auch schon hängen. Je nachdem, welches Motiv man hat und auch mit welcher Größe des Bildes man arbeitet, sollte man sich da natürlich verschiedene Rahmen aussuchen. Weil ganz ehrlich, wenn ich so einen dicken Rahmen hier habe, der schon ein bisschen dicker aufträgt, dann sollte man auch eine entsprechende Bildgröße haben. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier in diesen Rahmen ein 10x15 Bild reinhänge. Kann auch gut aussehen, aber meiner Meinung nach sollte man da dann auch mit größeren Motiven arbeiten. Und wenn man es dann eher ein bisschen kleiner hat, dann vielleicht so ein dezenter Rahmen hier aus Alu. Ich denke mal, ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Wenn ich mich jetzt für die Schattenfuge entschieden habe, dann gibt es hier zum Beispiel den Rahmen Basel. Den kann man sich auch online direkt aussuchen. Da gibt es dann zum Beispiel auch noch verschiedene Dicken. Also wir haben hier auf der von eurer Seite aus gesehen linken Seite einmal 15 mm. Das Ganze gibt es aber auch in breiter. Hier zum Beispiel 31 mm. Da kann man auch nochmal verschiedene Wirkungen mit erzielen. Und ich bin, ja, je nachdem, welche Bildgröße man eigentlich nimmt, kann ich jetzt gar nicht so einen richtigen Tipp für geben. Aber ich würde sagen, wenn man so ein 1,20 Meter x 80 cm Bild hat, dann würde ich vielleicht schon eher auf die 31er Variante gehen. Und wenn man was Kleineres nimmt, dann ist vielleicht 15 mm ein bisschen dezenter. Den gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Ich habe jetzt hier weiß in der Hand, aber zum Beispiel gibt es das Ganze hier auch in schwarz und in einer Holzoptik. Das Ganze gibt es auch in schwarz ohne Holzoptik. Finde ich persönlich auch sehr schön, weil es so ein bisschen zeitlos ist. Aber ihr könnt ja hier mal gucken. Richtig viele unterschiedliche Farben. Also richtig cool. Und genauso ist das natürlich mit den ganzen anderen Varianten von den Rahmen auch. Die gibt es auch in unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Farben. Hier gibt es auch was ganz Besonderes. Hier gibt es das Ganze auch mit Pop-Art-Rahmen. Die gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Die sind dann so ein bisschen durchsichtiger. Das heißt, wenn man jetzt hier an der Seite raufguckt, dann sieht man das Ganze natürlich auch. Anders als jetzt bei solchen Rahmen, da ist das Ganze dann verdeckt. Aber es sieht auch sehr, sehr cool aus. Und hier haben wir schon sehr poppige Farben, wie der Name schon sagt. Rot, Grün, Blau, Gelb, Schwarz und Weiß. Perfekt. Sehr gut. Also wenn man ein bisschen was Ausgefalleneres haben möchte, dann kann man vielleicht auch mal mit so einem Pop-Art-Rahmen mit dem Gedanken spielen, sowas zu machen. Ansonsten, wie gesagt, ich empfehle hier ja die Standardvariante. Ich bin irgendwie ein bisschen standardmäßiger unterwegs. Keine Ahnung. Wenn ihr Bock habt, was Ausgefallenes zu machen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall auch mal, euch das anzuschauen. So, jetzt mache ich das Ganze hier einmal fix, dass ich meine Speicherkarte hier einmal reingesteckt habe und jetzt werden wir das ganze Bild einmal direkt bestellen und dem Konfigurator hier so erstellen, wie es dann am Ende sein soll.
Auflösung und so weiter passt schon mal, haben wir gerade schon kontrolliert in Photoshop. Und ich würde sagen, auf jeden Fall Alu-Dibond auf dem Ultra-HD-Fotoabzug, könnte ich mir gut vorstellen. Bildgröße, habe ich ja vorhin schon gesagt, so 60x90 wäre optimal. Und dann gibt es hier die Option Bildoptimierung, die man hier noch einstellen kann. Je nachdem, ob du dein Bild schon richtig bearbeitet hast und vielleicht auch mit ECC-Farbprofil und so weiter arbeitest, muss man es nicht machen. Aber wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht auch nur JPEG-Bilder hochlädt, dann ist so eine Bildoptimierung vielleicht nochmal gar nicht so schlecht, weil tatsächlich die meisten Bilder immer etwas zu dunkel sind und man die durch diese Optimierung tatsächlich dann auch nochmal ein bisschen auffällt, die Schatten nochmal ein bisschen auffällt, die Lichter nochmal ein bisschen abdunkelt. Und ja, das kann man auf jeden Fall damit einstellen. Das Schöne ist, man sieht hier auch immer eine schöne 3D-Visualisierung. Also hier kann man dann auch nochmal gut kontrollieren, wie sehr so ein Bild spiegelt. Je nachdem, welches Material man gewählt hat, kann man das sehr, sehr gut mit dieser 3D-Ansicht nochmal sehr gut visualisieren. Rahmen und Profile, tatsächlich, da habe ich richtig Bock auf so eine Schattenfuge. Base 15 mm, könnte gut aussehen. Den gibt es jetzt in verschiedenen Farben nochmal. Ich bin, wie gesagt, ein großer Freund von Schwarz. Ich glaube, der passt hier. Wobei so ein Braun auch gut aussehen könnte, ne? Also bei so einem Naturbild. Hätte auch was, aber ich glaube, ich gehe bei dem Bild lieber auf Schwarz. Und ein mattes Schwarz. Da kann man jetzt auswählen, entweder einmal glänzend oder einmal matt. Und ich nehme lieber das Bild mit dem Glänzenden. Dann ist es so ein bisschen knackiger ist es dann noch. Und ich glaube, die Art von Glanz, selbst bei meinen großen Fenstern, könnte man noch gut verzeihen. Das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Perfekt. So, dann bin ich gespannt. Aktuell Lieferzeit so 9 Werktage ungefähr. Das heißt, wenn ihr für Weihnachten bestellen wollt, dann solltet ihr euch beeilen. Wie gesagt, es gibt 10% Rabatt. Den Gutscheincode findet ihr unter dem Video oder auch, ich blende ihn hier euch nochmal ein. Aber ganz, ganz wichtig, dass ihr rechtzeitig bestellt, damit es auch rechtzeitig vor Weihnachten da ist. Auch wenn ihr es verschenken wollt oder für euch selber, dass es dann wirklich vor Heiligabend da ist. Deswegen gebt Gas und wartet nicht zu lange. Ich habe jetzt mein Bild bestellt. Ich bin super happy. Ich hoffe, dass es dann auch bald da ist, damit ich dann das Ganze auch an die Wand bringen kann. Kleines Weihnachtsgeschenk für mich selber. Aber falls ihr jetzt sagt, okay, ich habe gerade nicht selber irgendwas, was ich an die Wand bringen möchte, aber ich möchte was verschenken, dann gibt es auch nochmal neben den Standard-Wandbildern, die wir euch jetzt gezeigt haben, natürlich auch nochmal die Möglichkeit, kleine Fotogeschenke zu machen. White Wall Minis zum Beispiel heißt diese Variante. Die kann man dann hier auch sehr schön einfach mal so auf den Schreibtisch stellen. Die haben hinten auch nochmal ein Magnet dran, also kann man auch irgendwie an den Kühlschrank zum Beispiel bringen. Das ist eine sehr schöne Variante. Dann gibt es hier solche Acrylblöcke, die also wirklich richtig dick auch sind, die auch nochmal eine extreme Tiefenwirkung drin haben. Das ist auch nochmal eine sehr schöne Variante, die kann man sich sehr schön auf den Schreibtisch stellen. Oder das Ganze auch in der Artbox Geschenkedition, da gibt es dann sowas, das kann man dann auch nochmal in einer wunderschönen Verpackung mit dazu bestellen. Also hier gibt es viele Möglichkeiten, schaut da auf jeden Fall mal auf der Webseite von White Wall vorbei, wenn ihr auch vielleicht was verschenken wollt und gar nicht nur an euch selber denkt. Okay, ich würde sagen, wir sind hier durch. Ich fahre jetzt einmal wieder nach Hause, muss wieder ins Kalte rein. Genießt die kalte Jahreszeit, die ist für mich nicht besonders attraktiv, aber naja, wir müssen da mal alle durch. Denkt an den Gutschein, wenn ihr was bei White Wall bestellen wollt. Übrigens auf der Website steht auch nochmal genau drauf, bis wann ihr bestellen könnt, wenn es vor dem 24.12. da sein soll. Aktuell ist es bei den meisten Produkten so der 18.12., manche 15.12. Schaut da auf jeden Fall vorbei und informiert euch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr darüber schon Bescheid, was ihr drucken möchtet, in welcher Form ihr es drucken möchtet. Wenn nicht, könnt ihr auch online einen Beratungstermin machen, falls ihr keinen White Wall Store in der Nähe habt. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentarspalte damit. Da hoffe ich, dass ich euch noch weitere Fragen beantworten kann. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Weiterfotografieren, beim Bildbearbeiten und vor allem beim Fotos drucken. Bis dann.